Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Heute habe ich euch wieder eine Abzockerin und Betrügerin mitgebracht, die, naja, zum Ende hin dann wieder sehr deutlich selbst verrät, in was für ein Unternehmen sie arbeitet. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem neuen Anruf. Na, guten Tag, ich bin Lena Schmidt. Ich rufe Sie an von Qualitätsabteilung aus Influx Finanzfirma. Ich möchte wissen, haben Sie Erfahrung im Online-Trading oder nicht? Nö. Sie haben keine Erfahrung? Mm-mm. Sehr gut, weil Sie haben keine Erfahrung, Sie können anfangen auf unser Unternehmen, ja? Es ist ein Handelsunternehmen und Sie haben selbst sich Registrierung gemacht, ja? Nach einer Werbung. Und jetzt, Sie haben diese Stelle, ja? Aber es ist noch nicht aktiv und gibt es Profit auch, ja? Eröffnet diese Stelle automatisch Profit gespeichert auf Ihre Stelle, aber es ist nicht zu Ihrer Hand. Sie machen so, damit Sie werden diese... Hä? Was? Herr Klaus, meine Stimme ist Recording. Was ist das Problem? Weiß ich nicht. Was ist denn das Problem? Sie rufen mir von der Qualitätsabteilung an. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ja. Okay, sehr gut. Und nach Aktivierung, Sie werden verschiedene Dienstleistungen bekommen, ja? Ja, aber was, ich verstehe jetzt den Grund des Anrufs nicht. Warum Sie verstehen diesen Anruf nicht? Ich habe gesagt, Sie haben eine Stelle bei uns, aber es ist nicht zu Ihrer Hand sein. Also ich verstehe nicht, was Sie sagen. Hallo? Was denn jetzt? Herr Thaler, hören Sie mich? Ja. Entschuldigung, wir haben ein Problem mit unserer Verbindung, ja? Und ja, Sie haben eine Stelle bei uns und es gibt Profit auch, ja? Ich habe eine Stelle bei Ihnen. Ja, Sie haben eine Stelle, ja? Also einen Job oder wie meinen Sie das? Was meinen Sie? Wie bitte? Ja, Sie sagen, ich habe einen Job bei Ihnen, oder wie? Nach einer Werbung, das gehört unser Unternehmen, Sie haben eine Stelle bekommen, ja, und automatisch Profits gespeichert. Aber es ist nicht zu Ihrer Hand sein. Wir machen so, damit Sie werden diese Stelle bekommen und verschiedene Dienstleistungen. Zum Beispiel, Sie werden eine Finanzberater zur Verfügung, werden helfen Ihnen und Sie finden, welcher Finanzmarkt ist besser für Sie, ja? Also ich verstehe nur Sie werden eine Diskussion machen. Eine Diskussion? Ja, Sie werden eine Diskussion machen mit Ihrem Finanzberater. Aha. Ja, wie immer, super Erklärung, alles sehr, sehr deutlich, dass man auch genau versteht, was die eigentlich von einem wollen. Ich weiß nicht, was die sich bei dem Kauderwelsch eigentlich jedes Mal denken. Das versteht doch gar kein Mensch, was die da einem überhaupt irgendwie versuchen zu vermitteln. Verstehen Sie oder nicht? Nee, gar nicht. Also Ihr Deutsch ist so schlecht, ich weiß gar nicht, was Sie mir sagen. Was ist das Problem? Ja, Ihr Deutsch ist das Problem, ich verstehe Sie nicht. Okay, ich sage noch einmal, ja? Ja. Schauen Sie, Sie werden verschiedene Dienstleistungen bekommen nach Aktivierung Ihrer Konto, ja? Es gibt Profit auf Ihrer Stelle, ja? Und Sie werden einen Finanzberater zur Verfügung bekommen. Und Sie werden eine Diskussion machen mit Ihrem Finanzberater und finden, welche Finanzmarkt ist besser für Sie, ja? Und Sie werden Ihre Profit wöchentlich oder monatlich bekommen. Aha. Okay. Und unsere Firma kooperiert mit Datenbank und verschiedenen Banken und reguliert mit FCA, ja? Mit was? FCA. Ach so. Ja, okay. Ja. Okay. So. Was ist das? Sie wissen nicht, was ist FCA? Genau. Es ist ein Unternehmen, das ist
gesamtlegal und alle Handelsunternehmen und verschiedene Unternehmen sehen und kontrolliert mit FCA Department. Und wozu ist das gut? Ja. Ja, und wozu ist das gut? Ja, es ist der positive Punkt und Sie können diese Progresse kontrollieren auf Ihre Handy. Aha. Okay, so, welche Kreditkarte haben Sie? Keine Ahnung, gar keine, glaube ich. Es ist Debitkarte. Was für eine Karte? Welche Bankkarte haben Sie? Es beginnt mit 5 oder 4? Na, weiß ich nicht. Ich hab eine ganz normale Karte für einen Automaten. Okay, normale Karte. Schauen Sie und sagen Sie mir, es beginnt mit 5 oder 4? Ja, aber warum? Okay, ich brauche diese Informationen zum System stellen und wir werden eine Einzahlung machen, ja? Und es wird automatisch auf Ihre Konto und Ihre Balance und Ihre Stelle wird automatisch aktiviert, ja? Und danach Sie können diese Geld auszahlen und Sie werden mit Ihrem Finanzberater Diskussionen machen und anfangen, ja? Ich weiß nicht, versteht irgendjemand von euch dieses ganze wirre Zeug, was die da von sich gibt? Das ergibt doch alles irgendwie gar keinen Sinn. Vor allem, wenn ich eine Frage stelle, antwortet sie ja auch irgendwie nicht auf die Frage, sondern antwortet einfach wieder nur total wirr. Naja, lassen wir sie mal weiter ihre Zeit verplempern. Aber sie bezahlen nicht für uns, sie bezahlen auf ihre Stelle. Ja, aber warum soll ich was bezahlen? Weil, schauen Sie, es ist nicht Bezahlung, es ist Einzahlung, ja? Und danach, Sie werden da es auszahlen. Unterschied? Ja. Ich bezahle auf meine Plattform und ich kaufe. Aber Einzahlung, es werde weiterleiten auf Ihre Konto. Verstehe ich irgendwie nicht. Ich erkläre noch einmal, Herr Thaler. Hören Sie mich? Ja. Wenn Sie bezahlen für etwas, zum Beispiel ein Coca-Cola, Sie werden es bezahlen und kaufen, ja? Ja. Aber wenn Sie einzahlen, Sie weiterleiten auf Ihre Stelle. Sie sehen Ihre Geld, ja? Auf Ihre Stelle. Auf was denn für eine Stelle? Stelle im Finanzmarkt, das Sie haben bei uns. Hören Sie mich? Den Job jetzt auf dem Finanzmarkt, oder wie? Es ist einfach eine Handelsplattform und Sie haben eine Stelle bei unserem Unternehmen. Na, also ich habe jetzt einen Job bei Ihrem Unternehmen, oder wie? Nein, es ist nicht Job, sondern es ist eine Stelle, wo man Geld verdienen kann, ja, Profit verdienen kann und maximieren ihre Profit und sie können auszahlen, als Geld zum Beispiel. Na, aber was denn für ein Profit jetzt, das verstehe ich noch nicht. Für ihre Registrierung, sie werden bekommen Profit, ja. Ja, ist wieder herzallerliebst, wie die nette Tante im Hintergrund die ganze Zeit jedes Wort eigentlich vorsagen muss, was sie hier am Telefon sagt, weil sie selber wahrscheinlich erstens kein Deutsch versteht und zweitens auch nicht so wirklich lesen kann, was da steht auf ihrem Skript. Sie versucht's halt. Aber was eben wieder wie immer sehr, sehr auffällig ist, ist die nette Tante im Hintergrund, die wirklich gefühlt jedes einzelne Wort vordiktiert. Sie haben es schon auf ihrer Stelle, aber es ist nicht zu ihrer Hand sein. Es ist abgeschlossen. Nach einer Einzahlung, Sie werden es eröffnet und Sie werden es auszahlen, ja? Okay, und wer sagt Ihnen das alles vor? Ja, alles ist klar. Was ist das Problem? Gar kein Problem. Ich habe gefragt, wer Ihnen das da alles immer vorsagt, was Sie sagen. Sie kriegen ja jedes Wort vorgesehen, also in den Mund gelegt.
Was meinen Sie? Na, da sitzt jemand im Hintergrund und sagt Ihnen jedes einzelne Wort vor. Nein. Doch, habe ich ja gehört. Meine Kollegin ist, ich spreche mit anderen Menschen, ja? Nee, hinter Ihnen sitzt jemand und sagt Ihnen jedes Wort vor, was Sie sagen sollen. Nein, es ist nicht richtig. Wir haben schon viele Kollegen hier. Ja, aber ich habe doch gehört, dass da jemand im Hintergrund vorher, bevor Sie das aussprechen, exakt das Gleiche sagt. Nein, es ist nicht richtig. Habe ich aber gehört. Nein, es ist nicht richtig. Wir haben verschiedene Kollegen hier, das alles ist arbeiten, ja? Und es ist nicht verbunden mit all den Kunden. Ja, wissen Sie, aber ich lasse mich nicht so gerne anlügen. Und deshalb, wir haben hier Musik, aber meine Kollegin hier ist sprechen, ja? Ja, und dann sitzt da noch eine Kollegin, die sagt Ihnen jedes Wort vor, was Sie sagen sollen. Herr, es ist nicht verbunden mit dir, mit Ihnen. Ja, aber da sagt Ihnen doch die ganze Zeit jemand was vor. Nein, meine Kollegin sprechen mit anderen Kunden. Heute, wir haben viele Kunden, ja? Ja, aber die sprechen doch nicht exakt in der gleichen Sekunde über das gleiche Thema. Nein. Ja, es kann sein, weil wir haben gleiche Kunden, ja? Die Situation kann sein gleich. Herr Thaler, ich habe keine Zeit. Ja, aber warum rufen Sie mich dann an, wenn Sie keine Zeit haben? Wir sprechen mit dir, aber ich denke, Sie möchten nicht eine positive Resultat bekommen, ja? Wenn Sie möchten nicht, ich will beende diese Sprech, ja? Ja, dann weiß ich nicht, warum Sie überhaupt angerufen haben. Also das ergibt okay, ja dann keinen Sinn. Ich frage, mit welchem Zahl Ihre Kreditkarte anfangen? 4 oder 5? Beginnt mit 5 oder 5. Ja, aber ich verstehe noch gar nicht den Grund, warum ich Ihnen das sagen soll. Herr Thaler, wir brauchen eine Einzahlung machen, ja? Es kostet 50 Euro. 50? Ja, 50 Euro. Für aktivieren Ihres Konto. Und danach, Sie werden es auszahlen. Jetzt möchte ich wissen, mit welchem Zahl es beginnt. 5 oder 4? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Schauen Sie Ihre Kreditkarte und sagen Sie mir, mit welchem Kreditkarte, mit welchem Zahl es beginnt. Ja, habe ich Ihnen doch vorhin schon gesagt, ich habe sowas gar nicht. Sie haben keine Kreditkarte dabei? Nee, ich besitze keine. Haben Sie Debitcard? Was ist das? Debitcard. Ja, was ist denn das? Sie wissen nicht, was ist Debitcard? Es ist normale Bankcard. Ach, eine normale Bankkarte, ja, sowas habe ich. Ist wie immer herzallerliebst. Sehr, sehr nett von der Dame. Ich meine, die will was von mir und wenn ich sie was frage, dann antwortet man da pampig oder wie? Naja, wenn sie so ihre Kunden akquirieren wollen, na dann bitte. Sie haben es, ja? Ja. Okay, sagen Sie mir die Informationen auf Ihre normale Bankkarte. Ja, aber warum soll ich Ihnen meine Bankdaten sagen? Wir müssen diese Informationen in unser System stellen, ja? Und danach, es wird automatisch aktiviert. Und ohne Ihre Bestätigung, wir machen nichts. Sie werden Nachricht bekommen vom Bank, ja? Sie sind sowas von wie irgendwas mit Trading oder was ist das? Wovon rufen Sie jetzt anrufen oder was machen Sie da? Herr Thaler, diese Dienstleistung, Sie werden bekommen nach einer Einzahlung. Ja, aber was denn für eine Dienstleistung? Ich habe noch nicht verstanden, was für eine Dienstleistung. Sie werden eine Finanzberater zur Verfügung und Sie werden diese Stelle eröffnen und aktivieren für selbst, ja? Na, aber ich habe doch bei meiner Sparkasse schon einen Finanzberater. Sie haben Ihre Finanzberater? Bei der Sparkasse, ja. Okay, der macht so mit Versicherungen und so.
Okay, es ist eine andere Stelle. Ach so. Ja, dann weiß ich noch nicht, was Sie machen. Also dann habe ich das noch nicht verstanden, weil so richtig erzählen tun Sie ja nichts. Sie haben bei uns Profit, ja? Möchten Sie diese Profit bekommen oder nicht? Es ist andere Plattform. Man kann hat verschiedene Plattformen in verschiedenen Unternehmen, ja? Also ich habe bei Ihnen Profit. Sie haben bei uns Registrierung gemacht, ja? Und jetzt, Sie haben diese Stelle und diese Profit. Und wie viel Profit hat das Konto? Ja, für diese Registrierung, Sie haben Profit. Ja, wie viel denn? Es ist 250 Euro, Sie haben diese Profit. Ach, das habe ich jetzt schon. Das ist, was ich jetzt besitze, oder wie? Nein, es ist für andere Plattformen. Nein. Sie haben in Ihrer Sparkasse, ja, aber es ist andere Plattform. Ja, und da habe ich 250 Euro auf dem Konto, oder wie? Ja, ach ja, so. Genau. Ja, nee, dann würde ich die auszahlen, ja. Hm? Ja. Dann würde ich das... Und Sie werden 300 Euro auszahlen mit diesen 50 Euro, dass Sie werden einzahlen. Wie, na, ich will doch bloß die 250 Euro abheben. Ja, genau. Ja. Auf Ihre Karte. Genau, die würde ich dann abheben. Die können wir dann auf mein Bankkonto überweisen. Ja, genau. Ja. Also wollen Sie das Geld da jetzt drauf überweisen, oder wie? Jetzt ich brauche diese Daten auf Ihre normale Karte im System stellen, ja? Und danach, Sie können es auszahlen. Ja, warten Sie denn? Das unser System erkennen, Sie sind die gleiche Person. Warten Sie denn? Muss ich mal meine Bankkarte suchen? So, also meine Banknummer ist denn die DE. Hallo? Es ist Girokarte, ja? Ja. Okay, haben Sie nicht Kreditkarte? Na, habe ich doch jetzt gesagt, ein paar Mal schon. Ich habe keine Kreditkarte. Ich habe eine ganz normale Sparkassenkarte. Da können Sie mir das drauf überweisen. Okay, ein Moment. Herr Thaler, haben Sie WhatsApp? Ja, aber was soll das? Und jetzt, haben Sie jemanden auf Ihre Familie, wenn Kreditkarte haben? Mit Kreditkarte ist es sehr leichter. Also ich glaube, das ist schon fast der Gipfel der Unseriösität. Die fragt hier wirklich, ob ich eine Kreditkarte von der Familie nehmen kann. Also da fehlen mir wirklich die Worte. Also das gibt's doch gar nicht. Die fragen hier wirklich, ob ich eine andere Karte nehmen kann und dass ich andere Leute noch mit in den Betrug reinziehe, dass da vielleicht noch von der Kreditkarte was abgebucht wird, ohne irgendein Einverständnis. Ja, natürlich. Also wahnsinnig seriös, unfassbar. Ich frage gar nicht meine Familie, ob ich von denen eine Kreditkarte haben kann. Ich glaube, sagt. Weil bei dieser Girokarte, es dauert sehr lang. Nö, also wenn ich damit bezahle, ist das sofort erledigt. Überall, egal wo. Okay, jetzt. Haben Sie any desk? Nö. Was ist das? Genau, wenn das Deutsch aussetzt, dann fragt man einfach wieder nach Anydesk, damit man sehen kann, was der Kunde da eigentlich am Computer treibt, um im besten Fall vielleicht noch den Rechner vom Kunden zu übernehmen und die Daten noch endgültig vom Rechner runter zu klauen. Anydesk, es ist eine Applikation. Was ist eine Applikation? Ja. Ja, was ist das? Was ist eine Applikation? Ich kann Ihr komisches Deutsch nicht verstehen. Es ist eine Applikation. Ja, was ist denn eine Applikation? Ich verstehe das Wort nicht. Was ist das?
Es ist ein Programm. Ach, ein Programm, ja. Ja. Ein Moment, ich werde Ihnen schenken. Sie wollen mir was schenken? Die Name auf dieser Applikation, aber Sie haben keine WhatsApp, Herr Thaler. Na, habe ich doch gesagt. Na, doch, ich habe WhatsApp, aber ich gebe Ihnen das nicht, habe ich doch gesagt. Einfach nur unfassbar begriffsstutzig. Also ich weiß nicht, ob die wirklich einfach nur beratungsresistent sind, sich des Lernens verweigern. Ich habe keine Ahnung. Aber so kann man doch die Leute nicht bescheißen. Also was das hier schon wieder soll in diesem tollen Callcenter. Erstmal hört die ganze Zeit wieder jemand da im Hintergrund mit dazu. Dann will sie irgendwelche fremden Kreditkarten einfach so benutzen. Und mit AnyDesk kann man es ja dann auch nochmal probieren. Ja, und so geht es hier schon die ganze Zeit. Will sie nicht langsam eigentlich mal zum Ziel oder zum Abschluss kommen? Scheinbar nicht. Sie will noch ein bisschen weiter telefonieren. Es ist Ihre E-Mail-Adresse, Herr Thaler. klaus.thaler@webmail.com, ja? Nee. So, was ist Ihre E-Mail-Adresse? Na, warum denn? Ich dachte, Sie brauchen jetzt meine Kontonummer. Dann kann ich, denn Sie wollten mir doch die 250 Euro überweisen. Haben Sie doch vorhin gesagt. Bevor Überweisung, wir brauchen eine 50 Euro einzahlen, ja? Was ist das für ein Quatsch? Ich muss doch nicht 50 Euro einzahlen, um dann mein Geld rauszuzahlen. Das ist ja absoluter Blödsinn. Das ist Quatsch. Sowas gibt's nicht. Das klingt nach Betrug. Sind Sie Betrüger oder was? Nein, es wird nicht Betrug. Wir brauchen nicht nur 50 Euro. Wenn wir möchten betrügen, wir werden mehr als 50 Euro betrügen. Also das trifft wirklich wieder die Blödsinnskala. Also ich weiß es nicht. Wenn Sie Geld betrügen wollen, dann betrügen Sie mehr als 50 Euro. Ist ja schon mal eine sehr super seriöse Aussage. Oh Mann, schon alleine die Logik. Geld einzuzahlen, um Geld rauszubekommen. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also das gibt keine Gesetze und keine Bestimmungen und auch keine Logik, warum man Geld einzahlen sollte, um dann sein Geld von dem Konto wieder abzuheben. Das Einzige, was man hier vorhat, ist, das Geld zu bekommen, was ihr dort einzahlt, damit dann danach das Geld weg ist und ihr überhaupt nichts auszahlen könnt. Mal ganz davon abgesehen, haben wir hier auch nie was eingezahlt, damit da Geld drauf sein könnte. Also was ich mir auszahlen lassen könnte. Das ist sowieso schon das beste Indiz dafür, dass das hier alles nur Blödsinn und Betrug ist. Naja, und daneben war immer noch die Tante, die da im Hintergrund rumfuhrwerkt und die ganze Zeit mithört. Unfassbar seriös. Ja, das kommt doch jetzt nicht drauf an. Da reicht doch schon ein Cent, um betrogen zu werden. Nein. Doch. Nein. Wenn ich möchte betrügen, ich werde 10.000 Euro betrogen, ja? Ja, aber Betrug reicht auch schon 50 Euro und auch 1 Cent. Betrug bleibt Betrug. Nein. Ich werde Ihnen doch nicht 50 Euro geben, damit Sie dann Geld an mich überweisen. Das ist doch Quatsch. Das macht doch gar keinen Sinn, was Sie da erzählen. Herr Thaler, hören Sie mich? Ja, aber Sie hören mich ja scheinbar nicht. Sie unterbrechen mich ja permanent. Wir brauchen nicht mit 50 Euro betrügen machen, ja? Und wir werden nicht diese schlechte Behandlung machen, wenn wir kooperieren mit FCA. Weil wir werden verlassen unser Zertifikat. Ja? Es ist ein großes Risiko von uns. Naja, und das stimmt ja auch nicht. Dazu müsste man ja erstmal ein Zertifikat haben, um irgendwelches Risiko dann da zu haben. Und selbst wenn ohne Zertifikat, bleibt es genauso risikohaft, Leute zu bescheißen. Irgendwann ist es nun mal so, dass die Polizei da einrückt. Das Problem an der Geschichte ist halt immer, dass die Köpfe von diesen Callcentern, naja, die kommen doch allenfalls mal höchstens zu Besuch vorbei. Aber sitzen werden die da garantiert nicht. Wenn da die Polizei einmarschiert, dann werden Rechner und Server beschlagnahmt und die Mitarbeiter eventuell erstmal in Untersuchungshaft gesteckt, weil letztendlich bandenmäßiger Betrug ist strafbar. Und da steht eben auch Haftstrafe drauf unter Umständen. Und wenn da Fluchtgefahr besteht, dann ist man dann auch halt erstmal im Bau, ne? Aber naja, wie gesagt, die Köpfe, die kriegt man nicht. Weil die Köpfe, die sind da, die sitzen da nicht. So blöd sind die nicht. Tja. Nö. Ja? Und ich denke, Sie müssen ändern, Ihre Meinung, ja? Warum?
weil es ist falsch. Es ist nicht richtig. Ja, aber ich werde Ihnen keine 50 Euro geben. Wir brauchen es nicht, ja? Na gut, dann überweisen Sie mir meine 250 Euro, die ich bei Ihnen habe. Nein. Ja, warum nicht? Nein. Weil unser System so ohne Verifikation konnte nicht es machen. Wir brauchen eine Verifikation, ja? Mhm. Wir brauchen eine Erlaubnis bekommen von Datenbank. Und diese 50 Euro ist für Erlaubnisses, nicht für andere. Ja, wenn Sie da eine Verifikation brauchen, das ist ja nicht das Problem. Dann sagen Sie mir die Postident-Nummer und dann können wir das gerne über Postident machen. Und dann können Sie mir die 250 Euro geben. Nein, wir erlauben nicht. Wissen Sie, ohne Erlaubnis von Datenbank, wir machen nichts. Na, was denn jetzt für eine Erlaubnis? Es ist die gleiche Situation, wenn Sie gehen nach Bank und so ohne Ihre Erlaubnisse, Sie will, Bank machen nichts für Sie, ja? Es ist die gleiche Situation, aber es ist Online-Plattform, ja? Ja, aber ich muss ja bei der Bank keine 50 Euro einzahlen, um 250 Euro abheben zu können. Es ist Online-Plattform. Wir brauchen eine Verifikation. Ja, es spielt eine große Rolle. Ja, die Verifikation, aber Sie quatschen mir ja permanent dazwischen. Ich war noch bei einem anderen Thema. Sie haben nicht genug Informationen über. Warum brüllen Sie jetzt so ins Telefon? Wie bitte? Warum brüllen Sie denn jetzt so ins Telefon? Ich verstehe nicht, was Sie sagen, aber ich habe gesagt. Ja, merke ich. Sie müssen maximieren Ihre Informationen über Online-Plattform, ja? Am ersten Flight 1, Sie müssen maximieren Ihre Informationen von Finanzmarkt, von Online-Plattform, ja? Na guckt mal, das wird ja immer besser. Jetzt versucht sie mich hier noch zu erziehen und mich als den bösen Lümmel hinzustellen, der hier einfach irgendwas unterstellt. Oh Mann, ich glaube, wir haben hier aber alle Indizien, nu, doppelt und dreifach und hundertfach zusammen, um ganz einfach zu belegen, dass das ganze Ding hier nicht seriös ist. Also, wenn ihr da euer Geld einzahlt, dann ist es maximal weg. Oder, naja, man hat's ja transferiert, umgelegt, woanders platziert, ja, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall habt ihr von dem Geld nichts. Und der unterschiedlichen mit Bank und so weiter. Und danach... ändern Ihre Meinung über Online-Finanzmarkt, ja? Man kann viele Profits bekommen. Ja, Sie haben doch gesagt, ich habe 250 Euro auf Ihrem Konto und das sollen wir auszahlen. Ja, genau. Es gibt so, und jetzt habe ich gleich noch eine Frage. Dieses Ja genau hat Ihnen tatsächlich wieder gerade jemand vorgesagt. Es gibt verschiedene Unternehmen, ja? Ja, aber ich habe gerade was gefragt, warum Ihnen die ganze Zeit jemand jedes Wort vorsagt. Das hatten wir vorhin schon mal, das Thema. Da haben Sie das verneint. Also da haben Sie mich ganz klar angelogen am Telefon. Ihnen sagt jedes Wort einer im Hintergrund vor. Eine andere Frau mit einer sehr quietschigen und sehr hohen Stimme. Herr Thaler, Sie immer... viele Anrufe bekommen, ja? Ja, geben Sie mir mal die Frau aus dem Hintergrund, weil das ist ja Quatsch. Und wenn die Frau im Hintergrund... Jetzt reden Sie nicht wieder dazwischen. Geben Sie mir einfach mal die Frau im Hintergrund, weil wenn die Frau im Hintergrund sowieso alles vorsagt, dann kann ich auch mit ihr direkt sprechen. Dann brauche ich sie ja nicht dazu, weil sie verstehe ich sowieso nicht. Beste Frau, meinen Sie? Ja, die Frau, die die ganze Zeit alles vorsagt. Schauen Sie, es gibt verschiedene Mitarbeiter. Ja, weiß ich. Und ich möchte jetzt gerne mal mit der Mitarbeiterin hinter Ihnen sprechen oder neben Ihnen. Sie möchten mit anderen sprechen? Ja, mit der Frau aus dem Hintergrund, genau. Nein, aber ich habe auch die Frau, die gerade Nein gesagt hat im Hintergrund, genau die möchte ich gerne sprechen. Nein. Doch. Nein. Ja, dann sind Sie für mich Betrüger. Tut mir leid. Okay. Wenn Sie möchten diese Situation denken... Ja, Sie sind Betrüger. Okay, das ist Ihre Meinung. Nee, das ist nicht meine Meinung, das ist ein Fakt. Sie zocken die Leute ab. Das ist illegal, was Sie machen. Sie machen sich übrigens selbst damit strafbar. Das ist bandenmäßiger Betrug, was Sie da machen. Ja, man kennt's ja nicht anders. Wenn Sie nicht weiter wissen, dann legen Sie halt einfach auf am Ende.
Aber hier war es schon wieder die ganze Zeit sehr, sehr offensichtlich, dass die nette Tante auf jeden Fall überhaupt gar keine Ahnung hat von dem, was sie da erzählt, hat jedes einzelne Wort vorgesagt bekommen und naja, im Endeffekt ist es auch überhaupt nicht logisch, was die hier von einem wollten. Geld einzahlen, um Geld auszahlen zu können. So ein Quatsch. Das Einzige, was man damit erreicht, ist, dass sich irgendein Betrüger wieder ein schönes neues Auto oder ein tolles drittes Haus kaufen kann. Aber sinnvoll ist das für euch auf gar keinen Fall. Von daher macht euch euer eigenes Bild und lasst am besten die Finger von irgendwelchen Telefongeschäften und geht grundsätzlich nur bei Telefonnummern ran, die ihr kennt oder die ihr erwartet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir wie immer gerne mit einem Daumen nach oben. Besucht gerne auch noch unsere neue Seite auf Twitter. Und ja, hinterlasst gern dort auch ein Abo und wer möchte, kann sich jetzt hier noch in der kompletten Playlist zu allen anderen Videos umschauen. Ich bedanke mich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.